vor bei Extremalaufgaben. Ich wiederhole nochmal den Algorithmus für die Extremalaufgaben. Wir benötigen eine Hauptbedingung, wir benötigen zweitens eine Zielfunktion, zweitens eine Nebenbedingung, drittens eine Zielfunktion, viertens die Extremalbedingung. Wir wollen das Ganze nochmal anhand eines Beispieles hier betrachten. Der Text steht an der Tafel und die Jasmin liest den Text uns nochmal schön vor. Bitte. Es sollen zylindrische Bierdosen mit 1 Liter Inhalt so hergestellt werden, dass für die Oberfläche ein minimaler Blechverbrauch gilt. Hier müssen Basisradius X und Höhe H der Dose gewählt werden. Richtig. Skizze haben wir an der Tafel. Wir haben hier die Bierdose meinetwegen. Hier haben wir nochmal die Darstellung unseres abgewickelten Körpers. Die Hauptbedingung besteht darin, dass die Oberfläche sich ja zusammensetzt aus dem Mantel und dem doppelten Kreis. Also wir brauchen 2 Kreise. Dann ist die Oberfläche abhängig von x und h. Der Mantel wäre 2pi x mal h. Hier haben wir 2pi x und das Ganze mal h. Und dann brauchen wir 2 Kreise, also plus 2pi x Quadrat. Als Nebenbedingung gehe ich mal von dem Volumen aus. Es ist v gleich pi r Quadrat mal h. V soll 1 sein, also 1 Liter. Dann haben wir 1 gleich pi x Quadrat mal h. Und jetzt gehen wir hier ein bisschen rüber. Aufgelöst nach h liefert h gleich 1 durch pi x Quadrat. Die Zielfunktion ergibt sich wiederum dadurch, dass ich in die Hauptbedingung eingehe und für h 1 durch pi x Quadrat einsetze, sodass wir a von x haben gleich 2 pi x mal 1 durch pi x Quadrat plus 2 pi x Quadrat. Wenn ich das Ganze ein bisschen zusammenfasse, dann haben wir das Pi kürzlich mit dem Pi, das x mit dem x Quadrat, dann bleibt nur x stehen, also ergibt sich 2 durch x plus 2 Pi x Quadrat. Das ist die Zielfunktion. Die Extremalberechnung besteht wieder darin, dass wir die Ableitungen bilden und die erste Ableitung dann 0 setzen. Ableitung von der wäre minus 2 mal x hoch minus 2 plus 4px und die zweite Ableitung wäre dann, jetzt wird das Vorzeichen positiv, 4 mal x hoch minus 3 plus 4pi. Zweite Ableitung. Jetzt gehen wir zum letzten Teil über. Da sind wir hier. Die notwendige Bedingung wieder, a' von x gleich 0, das heißt minus 2 mal x hoch minus 2 plus 4px ist 0. Jetzt dividiere ich das Ganze durch 2 und schreibe die negative Potenz positiv. Dann haben wir minus 1 durch x² plus 2px gleich 0. Multiplikation mit dem x², damit hier 1 rauskommt. Dann muss ich das x mit x² multiplizieren und erhalte 2px hoch 3 gleich 0. Das aufgelöst nach x liefert mir dann x gleich dritte Wurzel aus 1 durch 2pi und wenn man das ausrechnet, kommen wir rund auf den Wert von 0,5. Die hinreichende Bedingung wäre, dass die zweite Ableitung von x ungleich 0 ist. Das Ganze haben wir probiert. Wir stellen fest, die zweite Ableitung ist größer 0. Das bedeutet, es liegt ein Minimum vor und das Minimum war ja dafür, dass die Oberfläche minimal wird. Und wenn ich x und h dann einsetze, dann erhalten wir für die Fläche einen Wert von rund 5,54 Dezimeter. Bisher. An. Okay.